Ja, liebe Freiwillige, liebe zukünftige Freiwillige, liebe ehemaligen, liebe Mentoren und alle, die heute hier irgendwie beim NOMO 2020 zuschauen. Herzlich willkommen zum NOMO, dieses Mal aus dem Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen und nicht wie gewohnt aus Osnabrück. Wir freuen uns trotzdem auf euch, wir freuen uns auf den NOMO, wir haben ganz viele Sachen vorbereitet. Wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich bin Felix Ruhe, ich bin Bildungsreferent in der Arbeitsstelle Freiwilligendienste und ich bin nächstes Jahr für die Gruppe Gelb zuständig. Also alle, die sich fragen, wer ihr hauptamtlicher Referent ist, hier bin ich. Aber wie ihr seht, sitze ich hier irgendwie nicht alleine und ich moderiere den NOMO auch nicht alleine, sondern ich moderiere ihn mit meiner Kollegin zusammen. Genau, ich bin Friederike Struckholz, auch ich bin Bildungsreferentin in der Arbeitsstelle Freiwilligendienste und ich habe nächstes Jahr oder dieses Jahr die Gruppe Dunkelgrün, das heißt Gelb und Dunkelgrün, ihr seht uns schon die ganze Zeit, aber alle anderen, ihr werdet eure Teamenden auch gleich alle kurz sehen und kennenlernen. Felix hat schon gesagt, dieser NOMO ist anders, wir sind im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen und nicht in Osnabrück. Normalerweise wären wir gerade im Dom und würden Gottesdienst feiern. Wir haben den Dom mitgebracht hinter uns, aber sitzen quasi nur davor und sind nicht da drin. Es haben sich aber im Vorfeld viele ehemalige Freiwillige aus dem letzten Jahrgang ganz viel für euch überlegt, um euch einen Start in den Freiwilligendienst zu zeigen. Normalerweise hättet ihr eure Gruppe kennengelernt, das geht gerade nicht, Corona-bedingt, das ist euch vermutlich allen irgendwo klar. Die Freiwilligen des letzten Jahrgangs haben euch aber Einblicke aus den Seminaren mitgebracht, damit ihr wisst, wie es im Seminar ist, was da so passiert und worauf ihr euch freuen dürft. Gleichzeitig möchten wir euch auch die Bildungshäuser zeigen. Ihr habt im Vorfeld zu heute, hoffentlich, ansonsten kommt es noch, so einen Brief zugeschickt bekommen mit einer Karte, mit einer Farbe, Kontaktdaten eures hauptamtlichen ReferentInnen und einer kleinen Tüte Gummibärchen. Und einem Gruppenfarbenarmband. Normalerweise würden wir euch das gerne ums Handgelenk binden. Das könnt ihr gerne selber tun und holt euch Hilfe, wenn es nicht so klappt. Auf einem dieser Zettel, bei dem hier, steht auch drauf, in welches Haus ihr ins erste Seminar fahrt. Und das wird dann eben spannend, dass ihr genau da reingucken könnt oder besonders aufmerksam seid bei dem Video, damit ihr seht, wie es in dem entsprechenden Jugendbildungshaus aussieht. Genau, das sind Videos, die ihr gleich sehen werdet. Außerdem, wenn ihr Fragen habt, wir haben das gerade schon beobachtet, dass der Chat bei YouTube in der Live-Version gut gefüllt wird. Tut das gerne. Wir haben hier KollegInnen, die diesen Chat auch begleiten und betreuen. Und wenn es Fragen gibt, die für alle vielleicht auch relevant sind, weil wir merken, diese Frage kommt gerade ganz oft, dann können wir auch hier da drin antworten, also hier in der Show. Ihr habt aber auch die Möglichkeit anzurufen. Dann ruft ihr nicht hier an, sondern in Osnabrück im Büro. Und dort sitzen auch drei KollegInnen, die euch entsprechend ganz viele Fragen beantworten können. Ihr ruft bitte unter unsere ganz normalen Büronummer an, unter der 0541 318 231 und mit der Zentralnummer werdet ihr weitergeleitet. Also wenn besetzt ist, kurze Zeit später einfach nochmal probieren und irgendwann habt ihr jemanden von uns gut an der Strippe. Ihr könnt auch nach dem Chat nochmal, nach der Live-Show nochmal anrufen, falls ihr gerade euch auf das Zugucken konzentrieren möchtet. Genau. Und jetzt gebe ich wieder ab an Felix. Wie ihr seht, sitzen wir aber auch nicht alleine. Wir haben hier ganz viele tolle Gäste mitgebracht. Und wir wollen auch nicht die ganze Zeit durchgehend reden. Deswegen haben wir uns überlegt, dass ihr euch einfach mal vorstellen könnt. Wir würden einfach mal da drüben starten mit der ersten Freiwilligen. Ich bin Clara, ich bin 19 Jahre alt und ich habe jetzt im letzten Jahrgang einen Freiwilligendienst gemacht. Geht's weiter? Sehr gut. Mein Name ist Elias, ich bin 20 Jahre alt, habe im Jahr 2018/19 meinen Freiwilligendienst gemacht im Kindergarten Maria Königin in Geeste-Groß-Hesebe.
Ich bin Ann-Kathrin Röttger und ich leite die Arbeitsstelle Freiwilligendienste. Und ich bin Theo Paul. Ich begleite im Hintergrund schon seit Jahren die Arbeit der Freiwilligendienste. Freue mich, dass das einfach so eine Akzeptanz hat. Hallo, so, weiter geht's. Das ist für uns alle der erste Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle fehlerfreundlich. Genau, wo war ich? Danke, dass ihr euch alle vorgestellt habt. Wir haben während den Videos, wie Friederike gerade schon gesagt hat, euch einen Rucksack gepackt. Genau. Das ist der hier und da sind ganz viele Wünsche, Dinge, Situationen oder Erinnerungen von den ehemaligen Freiwilligen drin. Dieser Rucksack war während den Dreharbeiten omnipräsent und ist gut gefüllt worden mit verschiedenen Erfahrungen, wie ich gerade schon gesagt hatte. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil ihr nachher in den Videos sehen werdet, wie dieser Rucksack bepackt wird. Nun wisst ihr, wer hier ist und was euch so ein bisschen erwartet, ganz grob. Jetzt möchten wir auch gerne noch wissen, wer ihr seid. Wir haben eben schon gesehen, ganz viele haben irgendwie in Chat reingeschrieben, wo sie ihren Freiwilligendienst machen oder in welcher Gruppenfarbe sie sind und ob noch jemand von der Gruppenfarbe auch schon da ist. Damit wir einen Überblick haben, wer von euch da ist, haben wir ein Mentimeter erstellt und vielleicht habt ihr da in der Schule oder in anderen Bereichen schon mal mitgearbeitet. Für das Mentimeter müsst ihr einmal mit eurem Handy oder mit dem Laptop am besten oder Tablet oder Computer auf www.menti.com gehen und dort werdet ihr nach einem Code gefragt und der Code ist der, der gerade so wunderbar vor der Kamera hängt. Und den müsst ihr einem eingeben und dann gelangt ihr direkt auf eine Frage. Und vorher sortiert ist es der Bereich Menschen mit Behinderung, die Altenhilfe, das Krankenhaus, der Kindergarten, die Kirchengemeinde, der Jugendverband oder das Bildungshaus, die Schule, ist es im technischen Dienst, in einer Beratungseinrichtung oder eben bei Sonstigem. Wenn ihr gerade bei einigen nicht wisst, wo genau das hin soll, wie zum Beispiel bei einem heilpädagogischen Kindergarten, ist das jetzt Kindergarten oder Arbeit mit Menschen mit Behinderung, sucht euch was aus, das ist nicht super relevant und wichtig, aber wir finden es schön, einmal zu sehen, wer denn so ungefähr da ist und wo ihr euren Freiwilligendienst macht. Und es ist auch gerade ganz unterschiedlich ja bei euch. Einige arbeiten schon den ersten Monat, seit dem 1.8. Einige arbeiten noch gar nicht, haben gerade erst die Verträge unterschrieben. Also guckt da einfach, was ihr gerade antwortet, nach bestem Gewissen, wie es euch gerade einfällt. So, Friederike hat es gerade schon angesprochen, wir zeigen euch gleich immer wieder Videos und wir möchten jetzt gleich mit dem ersten Video starten. Und zwar starten wir mit dem Haus Maria Frieden in Rulle. Da wird es bei einigen von euch jetzt vielleicht klingeln, denn ihr habt ja schon von uns die Briefe bekommen, mit wem, mit welcher Gruppe und wo ihr ins Seminar fahrt. Und in diesen Videos werden sich zuerst einmal kurz die jeweiligen Teams vorstellen, die dorthin fahren. Dann haben wir ein kleines Zeitraffer gedreht, was euch das komplette Haus und das Umfeld dort zeigt. Und dann haben wir immer wieder in jedem Bildungshaus einen kleinen Teil der Seminare aufgenommen. Und
euch versucht zu erklären oder euch versucht ein bisschen nahe zu bringen. Ich möchte dazu aber gar nicht so viel sagen, deswegen schaut doch einfach selbst hier das erste Video aus dem Haus Maria Frieden in Rulle. Hallo liebe Gruppe Rot, wir sind Leonie, Robert und Christina und wir fahren zusammen mit euch auf Seminar ins Haus Maria Frieden in Rulle und ich bin eure feste Ansprechpartnerin in der Arbeitsstelle Freiwilligendienste. Wir freuen uns auf euch! Bis bald! Bis dann! Hallo, mein Name ist Frieda Beutelmann, ich bin hauptamtliche Referentin in der Arbeitsstelle Freiwilligendienste und ansprechbar für die Gruppe Türkis. Ich bin Edda Seelöffer und ich bin nebenamtliche Teamerin in der Gruppe Türkis. Ich bin Sören Stier, auch nebenamtlicher Teamer in der Gruppe Türkis und wir fahren mit euch ins Haus Maria Frieden nach Rulle. Wir freuen uns auf die Seminare mit euch. Ich bin Annika und begleite in diesem Jahr die Gruppe Schwarz. Ich bin hauptamtliche Ansprechpartnerin für euch. Hallo, ich bin Sebastian, ich bin nebenamtlicher Teamer der Gruppe Schwarz und wir fahren im ersten Seminar ins Haus Maria Frieden nach Rulle. Hallo, ich bin Elena, ich bin auch nebenamtliche Teamerin und wir freuen uns auf euch. Moin, ich bin Lukas und bin Teamer in Gruppe Hellgrün. Hallo, ich bin Hanna und ich bin Teamerin in der Gruppe Hellgrün. Hallo, ich bin Rebecca und ich arbeite hauptamtlich in der Arbeitsstelle Freiwilligendienste. Ich bin in diesem Jahr für die Gruppe Hellgrün zuständig und in unserem ersten gemeinsamen Seminar fahren wir nach Rulle. Wenn ihr Fragen habt, dann ruft mich einfach an. Moin, ich bin Maximilian. Ich mache meinen Freiwilligendienst hier im Haus Maria Frieden. Kommt doch mal mit. Ich bin Hanna und habe im letzten Jahrgang meinen Freiwilligendienst gemacht. Zentrale Elemente der Seminare sind vor allem die Impulse und die Gottesdienste. Und wie das aussehen kann, das will ich euch jetzt mal zeigen. Auf den Seminaren machen wir Impulse und feiern Gottesdienste. Impulse können zum Beispiel Meditation oder verschiedene Texte sein. Diese brauchen wir, um morgens motiviert in den Tag zu starten und abends gemütlich den Tag ausklingen zu lassen. Was hat uns der Freiwilligendienst gegeben? Von Moritz, Johanna und Frauke. Einsichten. Der Freiwilligendienst gab mir Einsichten in meine Persönlichkeit. Einsichten in die Dynamik von Gruppen und Einsichten im Umgang mit den so oft alltäglichen Problemen des Lebens. Ich durfte viele Leute kennenlernen und mich mit ihnen austauschen und so von ihnen, mit ihnen oder durch sie lernen. Und so war der Freiwilligendienst geprägt von Gesellschaft, Erlebnissen und gesundem Wachstum. Für mich ist es Selbstbewusstsein gewesen. Ich denke, ich stehe nach diesem Jahr etwas stabiler und mit geraderem Rücken auf meinen Füßen. Ich finde mich besser in der Welt um mich herum zurecht. Zum einen, weil ich sie etwas besser kennengelernt habe, aber auch, weil ich jetzt mehr über meine eigenen Fähigkeiten, was ich kann, darf und sollte, weiß. Dafür bin ich dankbar. Ein Jahr älter geworden, 19 auf dem Papier, erfüllt und gewachsen im Herzen. Wenn ich zurückschaue, kann ich gar nicht anders als lächeln. Wenn ich meine pinke Wolljacke trage, kann ich nicht anders als mich erinnern an diesen Tag, wo ich so verloren zwischen all den Menschen stand. Ich habe einen Platz, meinen Platz gefunden. Wenn ich an all die lieben Menschen denke, kann ich nicht anders als mich freuen, weil die Summe aller in diesem Jahr gelebter Tage Glück ist.
Die Impulse sind ein immer wiederkehrendes Element der Seminare und auch des Freiwilligendienstes insgesamt gewesen. Und weil wir alle so unsere Erlebnisse und Erfahrungen damit hatten, würden wir euch gerne ein paar von unseren Eindrücken mitgeben. Das war das Haus Maria Frieden. Clara, wo bist du hingefahren für deine Seminare? Als erstes waren wir, glaube ich, in Läden, Amsen und dann in Sögel. Dann kommt ja immer das dritte politische Bildungsseminar, das war in Bad Oeynhausen. Und danach haben wir das zu Hause gemacht, wegen Corona, also vorm Laptop. Und Elias, wo bist du hingefahren? Ich war in Rulle, ich war in Wallenhorst und ich habe gerade schon gesagt in der Runde hier unter uns, dass ich fast ein bisschen weinen musste, als ich das gesehen habe, weil ich habe da natürlich top Erinnerungen dran und wäre jederzeit gerne wieder da. Und beim letzten Seminar waren wir in Ösede. Ja. Genau, ihr hört schon, die Seminare gehen auch nicht ausschließlich in das eine Haus, sondern das wechselt hier und da und es gibt Unterschiede, aber das erklären wir euch ganz in Ruhe im ersten Seminar. Ihr habt gerade fleißig bei Mentimeter abgestimmt, frage ich nochmal kurz in die Runde. Clara, wo hast du deinen Freiwilligendienst gemacht? Ich war in Lingen im Bonifatius Krankenhaus in der Abteilung Kreißsaal. Danke. Und du, Elias? Ich war im Kindergarten, Maria Königin, Großhesippe. Stimmt, das hast du gerade eben schon gesagt, ja auch. Jetzt gucken wir mal, was ihr so geantwortet habt. Oh, jetzt bräuchte ich vielleicht eine Brille, wie ich merke, das ist doch ein bisschen klein. Der große rote Balken, ihr seht zu Hause die Zahl größer, als ich es gerade tue. Jetzt sehe ich sie auch ziemlich groß. Sehr gut, danke. 50 von euch sind im Krankenhaus, 41 im Kindergarten, 19 in einer Kirchengemeinde im Verband oder im Bildungshaus, unter anderem auch die Bildungshäuser, die ihr hier heute seht. 9 sind in Schule, eine Person in einer Beratungseinrichtung, 22 von euch arbeiten in Bereichen für Menschen mit Behinderung und 10 in der Altenhilfe und 19 unter sonstigem, also konntet ihr euch wahrscheinlich gerade einfach nicht gut entscheiden oder wusstet nicht, wie ihr euch einordnen sollt. Schön, dass ihr alle zuguckt und wir jetzt auch wissen, wer eben zuguckt. Herzlichen Dank. Felix, du hast einen Freiwilligendienst gemacht, habe ich gehört. Wo hast du denn deinen Freiwilligendienst gemacht? Das ist ganz richtig. Ich wäre auch unter der Rubrik Sonstiges gelandet. Ich habe meinen Freiwilligendienst vor 5 Jahren im Theresienhaus in Glandorf gemacht, einer Einrichtung für chronisch suchtkranke Menschen. Das war richtig cool. Ich habe da ganz schön viel von mitgenommen, muss ich sagen. Wir kommen jetzt schon wieder zu unseren nächsten Videos. Wir haben mal einige Freiwillige von uns befragt in einer Rubrik, die einige ehemalige von uns vielleicht schon kennen könnten. Und vor allem unsere Teamerinnen und Teamer und unsere Hauptamtlichen, die heute vielleicht zuschauen, auch schon kennen von unseren ganzen Social-Media-Kanälen. Und zwar sind das die HeldInnen-Worte. Wir haben in Sögel mal 3 Freiwillige befragt, zu ganz verschiedenen Themen, zu allgemeinen Themen, aber auch hauptsächlich zum Freiwilligendienst. Und wie das so gelaufen ist und was die so erzählt haben, das seht ihr in unserem nächsten Clip jetzt. Stell dich doch mal vor. Ich heiße Madeline Römer und ich habe einen Freiwilligendienst gemacht.
Brötchen oder Brot? Brötchen. Wo hast du denn deinen Freiwilligendienst gemacht? In einer Tagesgruppe der Johannesburg in Surwold. Und wie war das? Sehr gut. Ich habe viele Eindrücke mitgenommen und viele Erfahrungen sammeln können. Hast du schon mal in deinem Freiwilligendienst verschlafen? Nee, zum Glück nicht. Ich war immer pünktlich. Wie ist das Geld zu verdienen? Das ist ein sehr komisches Gefühl, weil man dann doch sehr schnell was ausgibt, aber wenn man so ein kleines Auge drauf hat, dann klappt das wohl. Was hast du dir mit deinem ersten Gehalt gekauft? Ich glaube neue Schuhe. Wurst oder Käse? Käse, ich bin Vegetarierin. Welcher Gegenstand war fester Bestandteil deiner Arbeit? Ein Stift und ein Block auf jeden Fall, weil ich Unterricht mitgegeben habe. Dankeschön. Gerne doch. Stell dich doch mal vor. Ich bin Ole Josef Wilming. Ich bin 19 Jahre alt, komme aus Wiedmarschenlohne und ich glaube, das ist gut. Das ist gut, das, ja. Chips oder Schokolade? Chips tatsächlich. Gerade auch bei dem Wetter, weil Schokolade ist halt doof und Chips kannst du halt immer essen. Wo hast du deinen Freiwilligendienst gemacht? Im katholischen Jugendbüro Grafschaft Bentheim und in der Stadtpfarrei St. Augustinus Nordhorn. Und wie war's? Sehr gut. Hat dein Freiwilligendienst deine Berufswahl beeinflusst? Ja, ich hatte auch das Ziel, also mein Ziel für das FSJ war, meinen Beruf zu finden, den ich machen möchte. Und wenn ich jetzt aus dem FSJ rausgehe, würde ich sagen, das Ziel wurde definitiv erreicht. Was machst du? Ich würde gerne soziale Arbeit studieren und irgendwie im Jugendbereich erstmal tätig sein. Wie lang war dein Arbeitstag jeden Tag? Unterschiedlich, dadurch, dass du ja, ich würde das jetzt mal projektorientiert arbeitest, ist es unterschiedlich, wenn ich jetzt eine Woche hatte, wo ich nichts habe. Dann habe ich mal ein bisschen weniger gearbeitet und manchmal halt auch ein bisschen mehr, wenn ich jetzt einen Gruppenleiter-Grundkurs am Wochenende hatte. Wie bist du zum Seminar gekommen? Mit Auto. Berge oder Meer? Schwierige Frage. Ich würde eher sagen Meer, aber Berge hat auch was. Welches Lied verbindest du mit deinem Freiwilligendienst? Ganz schön okay von Casper. Danke. Bitte. Stell dich doch mal vor. Ja, hi, ich bin Annalena, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Lohne. Tee oder Kaffee? Kaffee. Wo hast du deinen Freiwilligendienst gemacht? Ich habe meinen Freiwilligendienst gemacht in der Kindertagesstätte St. Johannes in Wiedmarschen. Wie fandest du es da? Echt schön. Man ist von den Kollegen super aufgenommen worden, es war klasse. Lieblingsoutfit im Freiwilligendienst? Am liebsten was Bequemes, wenn man in der Krippe gearbeitet hat, in einer Jogginghose oder so. Wie bist du mit dem Schichtdienst zurechtgekommen, wenn du welchen hattest? Ich hatte selbst keinen. Die Kinder waren halt immer bis 2 Uhr da und dann war nachmittags noch immer ein bisschen manchmal öde, aber ansonsten hatte ich keinen Schichtdienst. Schönster Moment im Freiwilligendienst? Wenn man sieht, irgendwie, wie sich die Kinder so entwickelt haben und was die alles so können, dann so innerhalb von einem Jahr, das ist schon cool gewesen. Fußball oder Reiten? Keins von beiden. Zwei Worte, die du mit deinem Freiwilligendienst verbindest. Wachstum und Glück. Dankeschön. Gerne. Das waren die ersten Heldinnenworte, die wir mit den Freiwilligen gedreht haben. Kleiner Spoiler, vielleicht begegnet uns dieses Format im Verlauf des heutigen Tages nochmal. Sag mal, Friederike, wo hast du eigentlich dein erstes Seminar? Ich werde mein erstes Seminar in Sögel haben, also im Master Clemens Wert in Sögel. Ich freue mich einmal wieder auf Seminararbeit, also auch wirklich wegfahren und im Seminar sein. Und ich habe auch den Marstall sehr zu schätzen gelernt und das Emsland vor allem kennengelernt. Ich kenne ja das Sauerland und seitdem ich hier arbeite, kenne ich auch das Emsland und muss sagen, ich bin ganz begeistert. Ja, der Weg mit dem Auto ins Emsland, das wird euch alles noch begegnen, das ist sehr, sehr aufregend. In den Seminaren sitzen wir aber tatsächlich nicht nur in den verschiedenen Räumen und arbeiten an verschiedenen Themen mit verschiedensten Methoden, die euch auch noch begegnen werden,
sondern ihr habt auch viel Freizeit, da ihr da die 5 Tage ja komplett verbringt. Und wie diese Freizeit so aussehen kann und wie ihr diese Freizeit verbringen könnt, das haben wir mal im Marstall in Sögel versucht, euch zu zeigen. Viel Spaß bei unserem nächsten Bildungshaus. Hallo, ich bin Hanna und wir sind Team Gelb. Ich bin Selina und wir fahren nach Salzbergen. Und ich bin Felix und ich bin euer hauptamtlicher Ansprechpartner in der Arbeitsstelle Freiwilligendienste. Und wir freuen uns auf euch! Moin zusammen, ich bin Svenja und ich begleite die Gruppe Weiß. Hi, ich bin Verena und ich teame im kommenden Jahrgang nebenamtlich in Gruppe Weiß. Moin, mein Name ist Fabian, ich bin Bildungsreferent in der Arbeitsstelle Freiwilligendienste und in diesem Jahr begleite ich die Gruppe Weiß. Im ersten Seminar fahren wir zusammen nach Sögel und wenn ihr bis dahin oder auch danach Fragen, Probleme, Wünsche und Anregungen habt, meldet euch einfach gerne bei mir. Hallo, ich bin Nora. Moin, liebe neue Leute im Freiwilligendienst. Ich bin Simon und zusammen sind wir in diesem Jahr Team Dunkelgrün. Hallo, ich bin Friederike Struckholz, eure hauptamtliche Referentin. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Und wir werden als erstes in den Marstall nach Sögel fahren. Hi, ich bin Pia und wir fahren mit euch als Team der Gruppe Hellblau ins Seminar. Hi, mein Name ist Jan und ich bin der Ansprechpartner von euch im Bistum Osnabrück. Hi, ich bin Jule und wir fahren mit euch nach Sögel. Hallo, ich bin Theresa Pielake, ich komme aus Oldenburg und ich bin Teamerin der Gruppe Pink. Mein Name ist Julia Stroth, ich komme aus Lingen und ich bin Teamerin der Gruppe Pink. Hallo, mein Name ist Sebastian Niemann, ich bin 35 Jahre alt, bin der Hauptamtliche der Gruppe Pink. Und wir freuen uns alle drei auf das erste Seminar mit euch in Sögel. Bis bald! Hallo, ich bin... Hallo, ich bin Hanna und wir sind Team... Technische Probleme gibt es. Genau, wir haben gerade gehört, das Video ist im Stream abgestürzt. Darauf waren wir noch nicht ganz vorbereitet gerade, aber es ist live, es ist alles neu. Wir gucken parallel auch immer die Videos mit, aber anders als ihr im Stream gucken wir die normale Rohversion des Videos und wir waren gerade stehen geblieben vor den Türen des Marstalls und waren kurz davor reinzugehen im Zeitraffer. Unsere Technikabteilung arbeitet aber gerade schon fleißig an dem Thema. Wie vielleicht aufmerksamen Zuschauern aufgefallen ist oder Zuschauerinnen, fährt unsere Gruppe nicht in den Marstall nach Sögel, aber wir haben uns trotzdem dort vorgestellt, sondern wir fahren nach Salzbergen in das Kolpinghaus. Das war kein Fehler von uns, sondern ist tatsächlich so. Leider sind wir die einzige Gruppe, die da im ersten Seminar hinfährt und deswegen haben wir das Haus für euch jetzt nicht abgefilmt. Deswegen erwartet euch im ersten Seminar noch eine kleine Überraschung. Herr Theo Paul und Ann-Kathrin, ihr kennt den Marstall Clemenswert in Sögel. Was ist denn dort euer Lieblingsort, sodass sich gleich die Freiwilligen darauf freuen können, den vielleicht zu erblicken? Also für mich ist der Lieblingsort die Kapelle. Ich kann noch an meine eigene Jugendzeit mich erinnern, Seminare, die wir dort durchgeführt haben, wo wir abends uns getroffen haben. Und ich habe einfach ganz dichte, besondere Erfahrungen mit diesem Ort. Ich finde das Kreuz so beeindruckend, das sagt mir einfach nach wie vor viel. Ich habe ganz wichtige Augenblicke meines Lebens in dieser Kapelle verbracht. Herzlichen Dank. Also bei der Kapelle kann ich mich in jedem Fall auch anschließen. Auch ich habe da super intensive Gespräche geführt, wunderbare Gottesdienste gefeiert und finde, dass der Raum wirklich eine ganz besondere Atmosphäre hat. Aber ich mag auch den Dachgeschossraum sehr gerne im Marstall. Ich finde, der ist nochmal besonders und unterscheidet sich auch von den anderen Räumen, die so für Gruppen genutzt werden. Und was ich am Marstall am allerallerschönsten finde, ist das Außengelände, weil diese wunderbare Allee zum Schloss hin
Das finde ich wahnsinnig gut, ganz beeindruckend. Und ich finde, man kann den Platz da draußen wunderbar nutzen für Spiele, für Spaziergänge und für viele schöne, lustige und intensive Momente. Das kann ich nur unterstreichen. Ich habe stundenlange Spaziergänge in Erinnerung, wo wir zu zweit, zu dritt über Gott und die Welt geredet haben. Spaziergänge, die wirklich für mich jedenfalls eine Langzeitwirkung haben. Selbst nach 40 Jahren kann ich noch die Augenblicke beschreiben, kann noch die Baumkonstellation benennen. Dann dieser wunderbare Teich, wo man so hingehen kann, die Verbindung nach Werpelow. Also das ist einfach ein einmaliges Gelände, eine wunderbare Gegend. Die wussten damals schon, wo sie sich dieses Schloss errichten. Auch ich finde diese Allee wunderschön und konnte am Anfang gar nicht glauben, dass es tatsächlich ein Schloss ist, was da zu sehen ist. Also wenn ihr im Seminar seid und in der Mittagspause oder abends spazieren geht, das, wo ihr hingehen könnt, ist tatsächlich ein Schloss, aber es ist nicht groß pompös wie Neuschwanstein oder sonstiges, sondern es ist einfach sehr schön. Habt ihr auch Lieblingsorte im Marstall? Clara, du warst im Marstall. Also ich finde das Gebäude auch cool, das ist mal was komplett anderes. Wir sind tatsächlich in den Mittagspausen da im Park immer joggen gegangen, also war, ist mega schön da. Und ja, das ist ein cooler Keller, wo wir uns immer mit der Gruppe abends getroffen haben, ein paar Spiele gespielt haben, Bierchen getrunken haben, war mal ganz nett. Ihr hört es gerade, ohne das Video zu sehen, Freizeitgestaltung ist auf jeden Fall sehr vielfältig und von abends Gesellschaftsspiele spielen, die ihr mitbringen könnt. Meine letzte Gruppe hat immer Werwolf gespielt bis mitten in die Nacht, zu nochmal den Kühlschrank plündern mit den Dingen, die es abends gab oder eben tagsüber selber einkaufen für abends. Viel ist möglich, viel ist es halt, was ihr auch was macht. Wir geben euch immer einen Rahmen im Freiwilligendienst, was möglich ist und den könnt ihr dann immer sehr gerne und gut nutzen mit euren Dingen, die ihr gerade tun möchtet. Ich war tatsächlich in meinem Freiwilligendienst auch in Sögel, also ich habe da auch ganz viele gute Erinnerungen dran und ich muss auch sagen, dass der Hümmling-Keller da auch irgendwie für uns alle abends immer ein Treffpunkt war, zusammenzukommen und irgendwie den Abend zusammen zu verbringen mit verschiedensten Gesellschaftsspielen und das ist mir für immer im Kopf geblieben, auch gerade die Gespräche, die da irgendwie stattfinden konnten. Ich hatte ja gerade schon kurz angesprochen, dass wir nicht nur die Heldinnenworte, die ihr jetzt gerade in dem Video gesehen habt, vorbereitet haben, sondern wir haben auch hier im Studio, ein paar spontane Heldinnenworte für euch vorbereitet. Diese gehen die ersten an euch beide und Friederike hat die für euch mitgebracht. Genau, Clara und Elias. Ich habe ein paar Fragen. Elias, Obst oder Gemüse? Obst. Clara, dein erster Gedanke zum Nomo 2019? Es war super heiß. Auf jeden Fall. Elias, was war immer die erste Sache, die du bei Dienstbeginn gemacht hast, außer Jacke aufhängen? Ich habe Äpfel aufgesammelt. Das ist, ich will nicht sagen Trauma, aber das Ding war, ich war im Kindergarten und es waren Apfelbäume und die Wespen waren natürlich da gefährlich für Kinder, wenn gerade kleinere Kinder da irgendwie bei den Äpfeln beigehen sollten und dementsprechend mussten die morgens immer weg und da konnte ich immer das ganze Kindergartengelände absuchen. Clara, deine Lieblingsaufgabe im Freiwilligendienst? Bei einer Geburt dabei zu sein, also einfach da zu stehen und mitzuhelfen. Kannst du noch mitzählen, wie oft das war? Oder konntest du? Über 200 Mal ungefähr. Elias, Fahrrad, Bus, Auto, Zug oder zu Fuß? Wie bist du zur Arbeitsstelle gekommen? Auto. Und zum Seminar? Auch mit Auto, aber in Fahrgemeinschaft. Clara, Rucksack oder Koffer? Womit verreist du? Mit dem Koffer. Und an euch beide, was möchtet ihr den neuen Freiwilligen zu Beginn ihres Freiwilligendienstes mitgeben? Seid einfach offen, lasst alles auf euch zukommen,
probiert viel aus, nimmt alle Erfahrungen mit, die ihr mitnehmen könnt. Und wenn ihr ein Problem habt, dann meldet euch, weil es wird euch immer geholfen. Ja, seid auf jeden Fall ihr selbst und verbiegt euch nicht, sondern lasst euren Bedürfnissen und Gefühlen freien Lauf. Da wird euch auf jeden Fall geholfen. Ihr werdet auf jeden Fall immer unterstützt und das läuft. Herzlichen Dank euch. Friederike hat es gerade schon einmal angeteasert, wollte ich gerade fast sagen. Wir haben noch ein weiteres Bildungshaus, was noch aussteht, wo noch einige von euch hinfahren werden. Und das ist das Jugendkloster in Amsen. Das hatte Clara vorhin auch schon einmal kurz angesprochen. Und dort haben für euch einige Freiwillige einen klassischen Seminaralltag gedreht. Wie das alles aussehen konnte, seht ihr jetzt. Hi, wir sind Team Dunkelblau und ich bin Laura. Hi, ich bin Sarah und zusammen fahren wir nach Amsen. Hi, ich bin Adelinde und ich bin eure Ansprechpartnerin in der Arbeitsstelle Freiwilligendienste. Hi, ich bin's Daniel. Wir sind hier im Jugendkloster Amsen und leider haben wir hier einige Umbauten und können euch deswegen nicht zeigen, wie es drinnen aussieht. Und deswegen zeigen wir euch hier die schöne Umgebung. Hi, ich bin Annalena und wir sind hier im Jugendkloster in Amsen und ich zeige euch heute mal, wie unser Seminaralltag so abläuft. Das ist jetzt die erste Einheit quasi. Wir fangen die Einheiten immer an mit einem Wupp. Das ist ein Warm-up-Spiel und heute spielen wir Helme auf. Das ist unsere ESTA, kurz für Einsatzstellenaustausch. Und das ist einfach ein Zusammenkommen in kleinen Wohlfühlgruppen aus der großen Gruppe zusammen, wo wir über unsere Einsatzstellen sprechen, uns überhaupt ein bisschen austauschen, sowohl was privat so abgeht, als auch sonst so. Es ist für jeden irgendwie was ganz Besonderes und was das für euch selbst bedeutet, das seht ihr dann wahrscheinlich in euren eigenen Seminaren. Hier seht ihr uns gerade bei einer Kooperationsübung. Die sind super wichtig, um irgendwie das ganze Team zu stärken. Und heute spielen wir ein bisschen mit Bauklötzen und machen einen Teamkran. Thank you.
hier sitzen wir gerade in einer typischen Reflexionsrunde. Die ist meistens immer so zum Ende des Seminars, wo ihr einfach nochmal die Woche reflektiert, wie zufrieden ihr wart, wie ihr euch gerade fühlt. Ja, und hier bei uns in dieser Runde ist es im Moment in Form einer Gegenstandsreflexion. Der Rucksack ist im Laufe der Zeit ganz schön voll geworden. In meinem Rucksack sind gesammelte Erfahrungen, die ich später gut gebrauchen kann. In meinem Rucksack sind außerdem viele neue Freundschaften gelandet. Somit hat jeder seinen eigenen Rucksack gepackt. Diesen Rucksack werden wir unser ganzes Leben lang mit uns tragen. Was denkst du, wird in deinem Rucksack landen? Das siehst du spätestens nächstes Jahr. Unser gepackter Rucksack geht jetzt zum Gottesdienst, der auch sowieso in unserem ganzen Freiwilligendienst ein wichtiger Bestandteil war. Und das war Amsen. Und ihr habt einen Einblick in den Seminaralltag bekommen. Was, glaube ich, nochmal wichtig ist, kein Seminar gleicht dem anderen, sondern spätestens ab dem zweiten Seminar werden wir euch immer komplett mit involvieren. Am Ende des ersten Seminars fragen, was sind eure Erwartungen und Wünsche? Was könnt ihr machen? Was können wir machen? Was sind nochmal eure Eingebungen, sodass es eben auch euer Seminar wird und nicht, dass wir seit x Jahren immer das gleiche erste, das gleiche zweite oder dritte Seminar machen, sondern auch für uns ist jedes Seminar unterschiedlich, weil ihr eben maßgeblich mitbestimmt. Ihr habt gemerkt, gerade eben technische Kurzunterbrechung und das Technikteam hat gerade alles getan, versucht, dass es läuft. Es geht nicht, es würde nur funktionieren und da wissen wir nicht, ob dann der Stream halten würde, also dass wir euch quasi ganz hier verlieren gerade. Das wollen wir natürlich nicht riskieren, aber gleich nach der Live-Show ist als allererstes oder die erste Aufgabe, die das Technikteam tut, die Videos aus dem Marschsteig Clemenswert in Sögel hochzuladen, sodass ihr eben auch den Einblick bekommt für die, die nach Sögel fahren und auch für die, die Sögel oder den Marschsteig Clemenswert in Sögel einfach sehen möchten. Und dann könnt ihr nochmal gut gucken, wo die Lieblingsorte sind. Einiges ist auf jeden Fall gut in den Videos zu erkennen, das kann ich schon mal vorankündigen oder spoilern. Seid gespannt, es sind wunderschöne Videos, damit ihr wisst, wie ihr eure Freizeit gestalten könnt. Wir möchten gerade für uns quasi ganz normal aus den Absprachen weitermachen mit einem zweiten Mentimeter. Ihr habt gerade Teileinblicke aus dem Freiwilligendienst bekommen, ihr habt irgendwie was gehört von ehemaligen Freiwilligen. Wir haben gerade eben gehört, dass es im Chat irgendwie ganz viel gibt, was dort passiert. Jetzt ist unsere Frage an euch über ein zweites Mentimeter und dafür geht ihr wieder auf www.menti.com und gebt entsprechend das Passwort, was ihr gerade oder den Code, den ihr gerade im Bild seht, ein. Und dort ist es jetzt eine Frage mit was? Natürlich den neuen Code eingeben. Was passiert live? Und dort habt ihr die Frage, was verbindest du mit dem Freiwilligendienst? Und ihr könnt dort zwei Wörter eingeben und Gedanken, die ihr gerade habt. Ihr habt zwei Spalten und es bildet sich bei euch auch im Bild und auch bei uns hier im Bild dann eine Art Word Cloud, also eine Wörterwolke. Wörter, die oft genannt werden, werden besonders groß. Wörter, die weniger benannt werden, bleiben kleiner. Wichtig für euch, das ist komplett anonym. Wir sehen nicht, wer jetzt hier welches Wort schreibt und es ist alles erlaubt. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich an sonst Nomo denke, dass viel auch mit Freude vielleicht zusammenhängt, aber vielleicht auch einiges mit Unbehagen. Und da ist es wirklich
alles ist erlaubt, denn es sind eure Gedanken gerade und hier tut sich viel. Genau. Spaß steht schon mal in der Mitte ganz groß. Es schauen auch einige ehemalige Freiwillige zu, vermutlich, weil die gerne natürlich auch mit euch dabei gewesen wären und euer Nomo gestalten. Und auch das ist vielleicht ein ganz anderes Empfinden und ein ganz anderer Gedanke, der damit reinspielt, wenn die an den Freiwilligendienst denken. Und das habt ihr hier ja auch schon gehört, das, was eben Clara und Elias gesagt haben, zu dem, was ihr vielleicht gerade denkt. Und ich glaube, das ist immer so in einem Jahr, dieses Ungleichgewicht zwischen den ehemaligen und den neuen. Aber es ist jetzt euer Freiwilligendienstjahr und ihr seid quasi dran, den für euch zu entdecken. Erfahrungen sammeln finden wir ganz oft wieder und das haben wir euch gerade, die beiden Freiwilligen, die hier bei uns in der Runde sitzen, auch nochmal mit auf den Weg gegeben. Schön, dass das da irgendwie auch so klar wird in dieser Wörterwolke. Gemeinschaft und Wertschätzung, Freundschaft, Freude. Ich lese auch noch Weiterentwicklung. Weiterentwicklung ja für sich selber, man lernt ja ganz viel über sich. Aber in den Seminaren, also persönliche Bildung spielt eine ganz große Rolle. Also das glaubt man gar nicht, was man hinterher alles mitkriegt. Ja, über sich und über auch die Arbeit, die man macht, wie man das da sieht. Die Wordcloud wird ein bisschen langsamer und jetzt, sie bewegt sich trotzdem noch. Hilfsbereitschaft habe ich gerade einmal entdeckt. Liebe, Freiheit, Orientierung, genau, ein Orientierungsjahr. Einige von euch wissen vielleicht, was sie nach diesem Jahr schon machen möchten und machen den Freiwilligendienst zur Vergewisserung. Andere wissen das noch gar nicht und machen das Jahr tatsächlich zur Orientierung, um zu gucken, was möchte ich überhaupt in meinem Leben, mit meinem Leben hiernach anstellen. Es ist auf jeden Fall, es tut sich immer noch ein bisschen was. Glück kann ich zumindest gerade in der Mitte klein erkennen. Und ich finde es auch schön, dass in der Mitte groß auch gerade die Wörter neue Erfahrung, Spaß, Freundschaften, Entwicklung gut zu erkennen sind. Denn ich glaube, das sind Wörter oder eben Tatsachen, die wirklich auch gut zutreffen und uns wird gerade noch zugeflüstert, wachsen und Verantwortung übernehmen. Und genau das passiert auch. Ihr übernehmt Verantwortung über euch und ihr bekommt gerade zum ersten Mal Gehalt oder werdet zum ersten Mal Gehalt bekommen und das gehört dazu. Dann Verantwortung auch über seine eigenen Dinge und über seine eigene Arbeit zu tragen. Weil das Menti jetzt ein bisschen langsamer wird, leiten wir über zu unserem nächsten Punkt auf der Tagesordnung sozusagen. Und zwar kommen wir zu den letzten Heldinnenworten, die wir vorbereitet haben für den heutigen Tag. Wir haben noch zwei Personen hier sitzen, die wir noch gar nicht gefragt haben bezüglich dieser Rubrik. Und diese beiden Personen haben es gerade schon angesprochen, haben wahnsinnig viel Erfahrung im Freiwilligendienst. Und wir wären ja blöd, das nicht auszunutzen für unsere Rubrik und da noch einmal nachzuhaken, was ihnen so auf dem Weg begleitet ist oder begegnet ist. Ich würde einfach mal bei Ihnen anfangen, Herr Paul. Was war denn Ihr Lieblingsmoment im Freiwilligendienst oder in Bezug zum Freiwilligendienst? Meine besondere Beziehung zum Freiwilligendienst ist intensives Gespräch. Okay, Anna, was war denn deine Lieblingseinheit auf den Seminaren, die du begleitet hast? Ich fand ehrlich gesagt immer die Tagesein- und Ausstiege sehr, sehr cool, weil das
so ein Zeitfenster war, wo man sehr bewusst in diesen Seminartag starten oder eben diesen abschließen konnte. Und ich fand es besonders gut, weil sich ja auch die Freiwilligen selbst ausprobieren dürfen und selbst Tagesein- und Ausstiege gemacht haben. Und ich manchmal überrascht und sehr berührt war von dem, was die uns da geboten haben. Herr Paul, welche Erinnerungen haben Sie an den ersten NOMO-Gottesdienst? Es war alles anders. Das stimmt. Aber das zeichnet vielleicht auch diese Gottesdienste aus. Darum habe ich sie jedenfalls gerne immer mitgefeiert. Für mich war das immer ein Geschenk, dass ich dabei sein durfte. Dass diese Kreativität, die Lebendigkeit, dass ein Dom mit jungen Leuten, mit Familienangehörigen als Gottesdienstgemeinde gefüllt ist, das ist schon etwas Besonderes. Ann-Kathrin, was war der spektakulärste NOMO, den du jemals mitgemacht hast? Ja, da kann es nur eine Antwort geben. Letztes Jahr hatten wir einen ganz, ganz besonderen NOMO. Da hatten wir Thomas Godoy zu Gast, live auf der NOMO-Bühne. Wir waren vorher mit einigen Freiwilligen hier. Elias war zum Beispiel auch dabei. Aber beim NOMO warst du dabei? Tatsächlich. Letztes Jahr habe ich es nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen. Nur mein eigener Einführungstag. Okay, also du hast den spektakulärsten NOMO damit verpasst. Wir haben mit Thomas Godoy den Song Helden gesucht neu aufgenommen. Und er hat den Song auf der Bühne präsentiert mit allen Freiwilligen, ehemaligen, die dann auch da waren. Und das war ein heftig beeindruckender Gänsehautmoment, an den ich immer noch sehr ehrfürchtig und gerührt zurückdenke. Ja, Sie waren auch da, ne? Ja. Ja. Herr Paul, was verbinden Sie, wenn Sie an Freiwillige denken? Es sind junge Menschen, die nicht einfach so normal das tun, was alle tun, sondern es sind Menschen, junge Menschen, die Fragen an ihr eigenes Leben haben, die Vorstellungen haben, die Ideen haben und diese Ideen möchten sie jedenfalls erproben, klären können, was kann ich nicht, wo bin ich überfordert, wo sind meine Stärken und Schwächen und das ist einfach interessant, mit denen zusammen zu sein und wir dürfen einfach dankbar feststellen, dass aus dieser Arbeit ganz viele Verantwortliche herausgewachsen sind für unser Bistum, aber auch weit darüber hinaus. Und meine letzte Frage geht so ein bisschen an Sie beide. Was möchten Sie beide den Freiwilligen des nächsten Jahrgangs noch mit in diesen Rucksack packen? Was möchten Sie ihnen mit auf den Weg geben? Ich würde mal anfangen. Im Prinzip habt ihr das vorhin auch schon gesagt und man findet es auch da in der Wortcloud. Geht offen rein in die Situation, in der Einsatzstelle, in die Seminare. Seid, wie ihr seid, probiert euch aus, sammelt Erfahrungen, lasst euch drauf ein und nehmt jede Erfahrung mit, die ihr kriegen könnt. Ich glaube, es ist ein unglaubliches Potenzial, in diesem Jahr zu wachsen und das völlig ohne Leistungsdruck und Klausuren, die geschrieben werden müssen. Ich glaube, das ist auch das Besondere am Freiwilligendienst. Also nutzt das einfach für euch und gebt euch da rein und ich glaube, dann kann es wirklich ein super gutes Jahr werden, von dem ihr noch lange zehren werdet. Ich würde eine Maske geben, einfach aus Sicherheitsgründen, damit alles gewährleistet ist, was von uns gefordert ist. Aber zugleich würde ich sagen, bleibt nicht bei dieser Maske stehen. Steckt sie wirklich in eurem Koffer, wenn es nötig ist. Könnt ihr das auch ohne Maske hier leben und gestalten. Vor allen Dingen habt Mut, Gesicht zu zeigen. Seid Frauen und Männer, die mit ihren Fähigkeiten und mit ihren Grenzen hier einfach sich einbringen und sich zu Wort melden. Ich glaube, dass dieses Jahr eine große Kostbarkeit ist für die eigene Reifung, was schon gesagt worden ist, die eigene Reifung kennenzulernen, zu beobachten, zu sehen, wo geht es mit mir hin, was will ich, was kann ich nicht. Da sind Erfahrungen mit verbunden, die vergisst man einfach nicht. Dankeschön.
Ja, lieber Herr Generalvikar, Sie sind ja heute das allerletzte Mal beim Nomo-Tag, auch ohne Gottesdienst dabei, weil Sie dann in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Und wir wollen Sie hier nicht ziehen lassen, ohne uns noch einmal ganz herzlich zu bedanken. Ich glaube, Sie haben den Freiwilligendienst in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, sehr intensiv begleitet. Und wir hatten zu jeder Zeit das Gefühl, von Ihnen, also von Ihnen als Bistumsleitung, völlige Rückendeckung zu haben für das, was wir tun. Und mehr noch, Sie waren interessiert daran, was wir tun und wie wir es tun, und haben sich selbst immer wieder mit vielen Ideen und neuen Projekten eingebracht. Also wir haben eine geistig begleitete Wohngemeinschaft, die WG Plus, die Sie auf den Weg gebracht haben. Wir haben noch eine zweite Wohngemeinschaft auf Lage, die Sie uns sozusagen ermöglicht haben. Und besonders zu erwähnen ist sicherlich das Stipendium, was wir nächste Woche Freitag zum 7. Mal verleihen dürfen, was, wenn ich das so lapidar sagen darf, aus Ihrem Mist gewachsen ist. Also Sie hatten diese Idee, etwas in die Richtung zu tun, haben Leute an einen Tisch geholt und haben das auf den Weg gebracht und haben uns seitdem ermöglicht, jedes Jahr 20 Freiwillige, die in Ausbildung oder Studium gehen, finanziell und auch darüber hinaus zu begleiten und zu unterstützen. Und das ist wahnsinnig toll. Und es macht Spaß, an einer Stelle zu arbeiten, bei der man so viel Rückendeckung hat und wo man auch immer wieder so viel Dankbarkeit und Wertschätzung erfährt und das Gefühl hat, sie sehen, was wir tun, und sie honorieren das und finden das richtig gut. Das war sehr, sehr schön. Wir lassen Sie nur sehr schweren Herzens ziehen und das auch nicht mit leeren Händen. Wir haben Ihnen eine kleine Wundertüte mitgebracht. Da ist ganz viel drin von den Sachen, die wir so im Freiwilligendienst haben. Also wir haben beispielsweise unsere schöne Freiwilligendiensttasse. Wir haben noch einen Jutebeutel, einen Kugelschreiber, ein Feuerzeug. Dann haben wir ein wunderschönes Klemmbrett. Das ist natürlich nachhaltig und fair produziert, aber hinten drauf sind die Alltagshelden eingraviert, damit sie uns nicht vergessen und in guter Erinnerung behalten. Und als letztes haben wir noch ein Sonnenglas für Sie, weil Sie uns ganz oft das Gefühl gegeben haben, dass der Freiwilligendienst leuchtet. Und sicher konnte der Freiwilligendienst eben auch durch Ihre Unterstützung und Ihren Support leuchten. Und dieses Sonnenglas lädt sich einfach immer wieder neu auf und erhält vielleicht Ihre Wohnung oder Ihren Balkon. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung in all den Jahren. Frau Röttger, ich darf Sie ja jetzt nicht in die Arme nehmen. Das stimmt leider. Das dürfen wir ja nicht, aber ich darf einfach Danke sagen für Ihre Kreativität, für Ihre Offenheit. Das war immer ganz unkompliziert. Wir haben uns getroffen und nach 5 Minuten waren wir uns eigentlich schon einig. Das stimmt. Und auch alle Teamer, die im Laufe der Jahre da gewesen sind, die, finde ich, eine großartige Arbeit geleistet haben und der Kirche nochmal ein anderes Gesicht gegeben haben. Und das ist etwas Unbezahlbares und Kostbares. Dafür darf ich einfach nur Danke sagen. Für mich war diese FSJ-Arbeit auch so etwas wie eine Hoffnungsreserve, sage ich jetzt mal. Ein Ressort, das sind da einem erschlossen worden, die man im Alltag sonst ja nicht jeden Tag trifft. Und dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass wir den Mut gehabt haben, auch Durststrecken durchzuhalten, zu sagen, nein, wir bleiben dabei, das hat sich bewährt, wir müssen jetzt einfach mal vielleicht eine Strecke durchstehen. Das beste Beispiel ist das diesjährige Jahr, was wir vor einem Jahr diskutiert haben, Abi, da war von Corona noch gar nicht die Rede, wir müssen reduzieren und so weiter, wo wir gesagt haben, wir warten erstmal ab. Und wo sie einfach auf, finde ich jedenfalls, kreative, tolle Weise dran gegangen sind, junge Leute angesprochen haben, deutlich gemacht haben, auch wenn wir eine andere Rahmenbedingungen haben durch Abi und guck jetzt durch Corona, wir stehen aber zur Verfügung, bei uns seid ihr willkommen, ihr könnt euch einbringen
und ihr könnt ein FSJ machen. Und das ist etwas, was mir liegt. Diese Haltung finde ich einfach toll. Wenn ich helfen kann, bin ich gerne bereit im Hintergrund nach wie vor. Ich hoffe ja, dass meine Gesundheit jedenfalls so sich stabilisiert, dass ich dazwischen das eine oder andere auch noch mal wahrnehmen kann. Jedenfalls, ich bin kein Typ, der sich ins Exil zurückzieht. Gott sei Dank. Da denke ich, bin ich gerne bereit, auch mit Ihnen oder mit Timon eine Tasse Kaffee zu trinken, dass Sie mir einfach auch erzählen, was ansteht. Danke und ich bin gerne zu den Gottesdiensten gekommen, aber auch heute zu diesem Nachmittag. Ja, vielen Dank. Auf das Angebot kommen wir vielleicht gerne zurück. Wir suchen auch immer mal wieder Leute, die in den Seminaren mit uns Gottesdienst feiern. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und Optionen. Herzlichen Dank. Wir haben eben am Anfang schon gesagt, beim NOMO, den starten wir immer mit einem Gottesdienst und wir haben heute keinen Gottesdienst mit euch gefeiert und sitzen eben nur vor dem Dom und nicht in dem Dom, aber im Vorfeld des NOMOs gab es eben auch eine Gruppe von ehemaligen Freiwilligen, die in den Dom gegangen sind und dort einen Segen für euch ausgearbeitet und eingesprochen haben, denn wir möchten unser Jahr, euer Jahr natürlich auch gerne unter einen Segen stellen und das ist diese Woche im Dom passiert. Schaut einfach mal rein. Wir sind jetzt hier beim Dom angekommen und wollen die Sachen, die wir in unseren Rucksack gepackt haben, segnen lassen. Dass wir jetzt hier vor dem Dom stehen, mag vielleicht sehr katholisch wirken, aber es ist uns wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass der Freiwilligendienst für jeden ist, egal welche Sexualität, Hautfarbe oder Religion. Traurig ist ja, dass wir alle nicht zusammen feiern können, diesen NOMO-Tag. Normalerweise würden wir den NOMO-Tag hier im Gottesdienst, hier im Dom feiern, das Gottesdienst, wo über 1000 Leute dabei wären. Aber wir würden das jetzt so machen, dass wir das in kurzer, in kleiner Fassung machen. Kommt doch mal mit. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Weg. Dann dürfen wir jetzt miteinander den Tag weiter gestalten. Ich bitte für alle kommenden Freiwilligen, dass sie in ihrer Gruppe gut aufgenommen werden und jeder sein darf, wie er ist. Ich bitte für alle ehemaligen Freiwilligen, dass sie ihren Weg finden und mit einem guten Gefühl in ihre Zukunft starten können. Seid mutig und stark. Habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen entschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch, er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Ich bitte für alle Freundschaften, die entstanden sind, dass diese Bestand haben mögen und man sich nicht aus den Augen verliert. Ich bitte für alle kommenden Freiwillige, dass sie ihre ersten Seminare in Präsenzform erleben dürfen und nicht wie wir leider auf einige Seminare verzichten müssen. Er hat mir viel Kraft geschenkt und mich beschützt. Ich habe ihm vertraut und er hat mir geholfen. Thank you.
herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen. Danke für euren Mut, dieses FSJ zu machen. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie diesen Weg gehen wollen, dass Sie Ihr FSJ mit uns gestalten wollen. Und so dürfen wir um den Segen Gottes für euch bitten. Segne und behüte euch in eurem Arbeiten und Tun, in eurem Leben, der allmächtige und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Genau, das war der Segen aus dem Dom in Osnabrück. Wir haben gerade noch ein paar Fragen reinbekommen und die Technik hat uns gesagt, dass sich die Fragen häufen bezüglich der Gruppeneinteilung und sich kennenlernen, und wir können das alles sehr, sehr gut verstehen, dass ihr euch schon kennenlernen wollt und am besten direkt alle Nummern austauschen wollt und Gruppen machen wollt. Keine Panik, ihr habt genug Zeit, euch auf den Seminaren kennenzulernen, euch auszutauschen. Und wir geben euch auch da den Raum, dass ihr Zeit habt, euch kennenzulernen und miteinander zu sprechen. Dinge wie Fahrtkosten, alles und alles drum und dran werden wir auf dem Seminar klären. Da müsst ihr euch vorher keine Sorgen drum machen. Ihr kriegt auch nochmal eine gesonderte Seminareinladung, in denen alle wichtigen Informationen für das Seminar, wie zum Beispiel Hygieneregeln oder sowas, stehen werden. Also macht euch keine Sorgen. Sollten noch irgendwelche Fragen sein, dürft ihr euch aber natürlich immer sehr, sehr gerne auf der Arbeitsstelle Freiwilligendienste melden. Genau, meldet euch einfach im Büro bei euren Ansprechpartnern, also bei uns hauptberuflichen ReferentInnen, die Namen, die da stehen, oder sagt einfach, welche Gruppenfarbe ihr seid. Und ihr werdet zusortiert, wenn ihr die 0541 318 231 anruft. Genau, wir sind dafür da, wir sind für euch da, um euch eben alle Fragen zu beantworten. Und es ist gerade schwierig, weil wir uns eben nicht gerade live in einem Klassenraum befinden, sondern wir euch nur was senden. Aber das werden wir alles hinkriegen, denn uns geht es ja genauso wie euch. Wir sind super aufgeregt, euch kennenzulernen und zu gucken, mit wem wir ein Jahr die Zeit verbringen dürfen. In dem Segen, den wir euch gerade gezeigt haben, wurde dieser schöne Rucksack ebenfalls gesegnet. Und ihr habt noch mal ein paar schöne Wünsche von den ehemaligen Freiwilligen mitbekommen. Er ist jetzt prall gefüllt, es wurden ganz viele Sachen reingepackt. Die Sachen aus Sögel, wie Friederike schon angesprochen hat, werden euch noch nachgereicht. Während der ganzen Live-Show würden euch immer wieder Wünsche und gute Gedanken und vielleicht ein paar kleine Tipps mit auf den Weg gegeben. Und all diese Dinge kommen auch in diesen Rucksack. Und wir möchten gerne, dass ihr das mit auf euren Weg nehmt und euch selbst ein Bild des Freiwilligendienstes macht und nicht nur diese ganzen Erfahrungen, die euch mitgegeben wurden, sondern auch eigene Erfahrungen in euren eigenen Rucksack packt und die Reise durch den Freiwilligendienst irgendwie ab dem nächsten Monat oder seit dem letzten Monat beginnt und euch auf den Weg macht, euren eigenen Rucksack zu packen. Genau, das zum Rucksack. Wir haben aber noch eine Tradition, die wir euch gerne noch mit auf den Weg geben möchten. Wir haben nämlich noch ein Video. Es ist gute Nomo-Tradition und gerade eben wurde schon von dem spektakulärsten Nomo erzählt, dass wir das Lied Helden gesucht von Thomas Godoy für euch singen. Das werden wir jetzt nicht, das ist nicht die Überraschung ins Studio, dass wir jetzt Helden gesucht singen werden, sondern... Sondern haben die Freiwilligen, wie Anna das gerade schon angesprochen hat, letztes Jahr gemeinsam mit Thomas Godoy eine neue Version dieses Klassikers des Freiwilligendienstes Alltagshelden gesucht, aufgenommen. Und dieses Lied, gemeinsam mit dem Video, was wir letztes Jahr gedreht haben, werden wir euch gleich zeigen. Danke erstmal, dass ihr alle eingeschaltet habt zu diesem ganz besonderen Nomo, zu diesem einmaligen Nomo. Wenn es noch Fragen gibt, haben wir gerade schon angesprochen, meldet euch einfach bei uns. Die Hotline ist, wie gesagt, immer noch offen. Like gerne unseren YouTube-Kanal, abonniert ihn gerne, schaltet die Glocke an, damit ihr alle neuen Videos von uns bekommt, wie zum Beispiel das Video aus dem Marstall in Sögel. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und auch dieses Video, also
Die Aufzeichnung der Live-Show mit den Videos der Teams und der Häuser werdet ihr im Nachhinein immer noch hier finden auf YouTube, damit ihr euch das auch in Ruhe nochmal gut angucken könnt und immer wisst, was euch erwartet. Bevor es aber jetzt wirklich das letzte Video gibt, was wir gerade schon ankündigen, möchten wir Danke sagen, denn, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, das hier ist gerade neu für uns. Ich war noch nie bei YouTube live. Wie es technisch funktioniert mit so Schlagwörtern wie OBS und sind viele Wörter hier heute in unserem Technikteam gefallen, die ich nicht zusortieren kann. Es ist alles aufregend und wir möchten deswegen vor allem Danke sagen an die Leute, die an euch, die ihr hier gerade hier seid und bereit wart, eben die neuen Freiwilligen gut zu begrüßen. Wir möchten den Freiwilligen danken, die bei den Videodrehs dabei waren, die euch gezeigt haben, was euch im Seminar erwartet. Und wir möchten auch Katharina Leuk danken, die für den Dreh und Schnitt der grandiosen Videos verantwortlich war. Und hier ans LWH und besonders an Michael Brände Danke sagen, dass wir so gut durch diese Live-Show geführt und technisch vorbereitet wurden. Es ist nämlich doch auch ein bisschen aufwendiger, als einfach nur eine Kamera hinstellen. Das können wir euch schon mal sagen. Wir sind auf jeden Fall glücklich und froh, dass wir gerade hier sein können und so gut von allen begleitet wurden. Und jetzt kurze Regieanweisung aus von hinten, also auch nochmal hier, danke an euch, wir haben auch gleich noch was, ein kleines Danke, das seht ihr dann. Und jetzt geht es wirklich zu dem letzten Video, nach dem Video seht ihr uns auch nicht mehr, sondern ich darf euch jetzt einen schönen Samstagnachmittag noch wünschen und ganz viel Spaß mit dem Freiwilligenchor. Ja, guten Start. Wir sehen uns. Habt Spaß. Tschüss. Einer der Tage, an dem uns alles gelingt. Wir sind schon groß, keine Frage, und können uns trotzdem noch so freuen wie ein kleines Kind. Das Gefühl, wir haben uns selbst übertroffen, wird am Ende dieses Tages unter Wahnsinn verbucht. Komm, wir fliegen, lass die anderen noch laufen und alles wird gut. Denn es werden wieder Helden gesucht, die unter Feuer was vertragen und aufhaltsam nie zu stolz, sich zu verlieren. Denn es werden wieder Helden gesucht, die es gar nicht danach fragen. Nicht immer verstanden, das als Beweis für Menschlichkeit. Und manchmal war der Alleingang vielleicht der goldene Weg im Nachhinein. Unterwegs zu unvergesslichen Zeiten, mittendrin am anderen Ende und weit ab davon. Und wer will, der kann uns gerne begleiten. Diese Welt wartet schon. Denn es werden wieder Helden gesucht, die unter Feuer was vertragen und aufhaltsam nie zu stolz, sich zu verlieren. Denn es werden wieder Helden gesucht, die es gar nicht danach fragen. Komm, wir bleiben noch 'ne Weile. Oh.
Träumen.